Und das jetzt hier ist keine Ameisenstraße, das ist kein verrücktes Naturschauspiel. Das hier sind Autos, das sind Wohnwagen, das sind Pickups, dicht an dicht, ganz eng gedrängt. Das hier ist ein 15 Kilometer langer Stau, einmal quer durch die Wüste von Nevada. Das sind Bilder nach dem Burning Man, das schrägste Festival der Welt, ein Mix aus Mad Max, Woodstock und Star Trek quasi. 80.000 aus aller Welt kommen da jedes Jahr in die Wüste von Nevada, um Tag und Nacht wirklich Party zu machen. Und jetzt stehen sie nach 9 Tagen Feierei einen ganzen Tag lang im Stau, 8 bis 12 Stunden warten bei 40 Grad in der Wüste. Megastau nach XXL Festival. Im US-Bundesstaat Nevada herrschen nach dem Burning Man Festival apokalyptische Zustände. In der Wüste von Nevada stehen Festivalbesucher 8 Stunden im Stau. Das Burning Man Festival ist eine Mischung aus Mad Max und Woodstock und wurde 1986 von einer Gruppe von Künstlern ins Leben gerufen. 2 Jahre musste das Event wegen Corona pausieren. Bei dem XXL-Festival feierten 80.000 Techno-Fans, Künstler und Pyrotechniker in der temporären Stadt Black Rock City ganze 9 Tage. Aufgrund der vielen Gäste standen einige Festivalbesucher ganze 8 Stunden im Stau, bevor sie das Gelände verlassen konnten. Doch den Fans machte die lange Wartezeit nichts aus, immerhin konnten sie jetzt ihren Rausch ausschlafen.